Okay, das sieht jetzt schon etwas verrückter aus hier von allem drum und dran. Ich weiß noch nicht, ob ich den Dämon jetzt als erstes am besten kille oder ob ich an Elias versuche aus dem Weg zu räumen, aber wahrscheinlich ist es besser erstmal ihn, weil der wird uns bestimmt auf die Nerven gehen hier. Vielleicht ist er so ein Dämonenbeschwörer, der alle möglichen Dämonen beschwört. Alle paar Minuten kommt einer. Auf jeden Fall verliert er jetzt ziemlich langsam Leben. Kriegt er auf jeden Fall schon mal guten Damage. Oh, da kommt noch einer. Ich wusste, es ist so ein Dämonenbeschwörer. Der macht immer ein paar Dämonen. Die muss man beseitigen und dann am besten wieder sich auf ihn konzentrieren. Wir können auch gucken, ob dass die ein bisschen zusammenstehen, dass wir sie beide immer mal mit Schaden versorgen hier. Okay, die Dämonen sollten jetzt an sich nicht das große Problem sein. Brauche nicht so viele Heiltränke, wie ich erst befürchtet habe, aber es könnte sein, dass natürlich der komische Elias dann hier noch ein Ass im Ärmel hat. Da hinten sieht man auch immer noch einen Totenkopf auf der Karte. Ich vermute, das ist der Spawnpunkt für die Dämonen. Jetzt kommt er wieder. Mal gucken. Hoffentlich, wenn er noch einen Dämon beschwört, kann ich ihn vorher außer Gefecht setzen. So, und nochmal. Das werden wir herausfinden. Er hat vielleicht so eine Wiederbelebungskammer. Ja, dann lass uns mal hier lang gehen. Vielleicht finden wir es ja. Ich meine, das heißt ja wahrscheinlich auch nicht umsonst das verborgene Auge. Es wird ja sehr gut verborgen sein, wahrscheinlich. Da kommt er wieder. Öffnet eure Herzen, herzt eure Öffnungen. Komm auf ihn mit Gebrüll, das schaffen wir. Dann werde ich versuchen, mich ein bisschen mehr auf ihn zu konzentrieren und weniger auf den Dämon.
Oh, jetzt ist er immun. Jetzt müssen wir uns auf den Dämon konzentrieren. Ah, jetzt sind wir auch immun. Damit hat er nicht gerechnet. Na komm, machen wir den hier noch kaputt. Wenn wir dann wieder Elias angreifen können. Ja, das glauben wir. Glauben wir sehr fest daran. Okay, das war's. Ja, gut, dass ich kein Totenbeschwörer bin, sonst wäre ich jetzt peinlich berührt und würde sagen, das könnte von uns sein. Oh, jetzt kommen wir hier wahrscheinlich zum Boss. Na dann, lass mal gucken, was hier los ist. Es an euch zu nehmen, wird nichts ändern. Es ist zu spät, das zu beenden, was Lilith begonnen hat. Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen und wie hart es wird. Ich glaube, bis jetzt halten wir uns noch ganz gut. Okay, er ist wieder immun. Mal diese Typen killen. Hoffentlich macht er das nicht allzu oft, das ist dann ein bisschen nervig auf Dauer. Jawohl, wir haben ihn schon ein bisschen weiter runter geklopft. Wie ein kleines Schnitzelchen. Autsch. Müssen wir uns langsam doch mal ein bisschen noch um die Diener hier kümmern, sonst kriegen wir zu viel Schaden. Gut ist, wenn es ganz gut an den Minions mit hochheilen können. Okay, wir haben die Hälfte geschafft. Ah, auf dem Boden ist es manchmal so schwer zu sehen, wo das Ding explodiert. So, was ist das mit der Dude? Ah, weg hier, weg hier. Komm her, Lorat. Elias, meine ich. Lorat ist ja unser Verbündeter. Ach. Ah, ist ein bisschen unter der Hälfte das Leben von ihm. Na komm schon, noch ein bisschen. Ja, gleich die ein Drittel geschafft. Nur ein Viertel, ja. Ein Viertel geschafft. Okay. Ich versuche wirklich alle Fähigkeiten, so gut es geht, einzusetzen. Auch wenn wir nicht so der krasse Damage-Dealer sind, reicht es doch für die Bosse erstmal aus, glaube ich. Haben wir einen Beschwörungstypi? Ups, da hätte ich fast nicht aufgepasst. Ah, da. Bringt sie hier weg.
ist erfüllt. Eure Aufgabe ebenso. Genießt eure letzten Atemzüge. Oh, das sieht nicht gut aus. Er sagt, das sieht nicht gut aus. Was ist das denn für einer? Andariel, die Herrin der Qual. Oh nein, das ist ein... Uiuiui. Okay, wir dürfen nicht in diesem Zeug drin stehen und... Ah, Mist. Okay, ist abgehauen. Wo ist sie hin? Ah, zielsuchende Dingsies sind immer nicht gut. Ich darf nicht in dem Zeug drin stehen. Ich darf nicht in dem Zeug drin stehen. Das muss ich nur immer wieder sagen. Okay, verschwindet. Macht wieder diese Dinger. Kommt wahrscheinlich irgendwo auf der anderen Seite wieder raus. Da ist sie. Was hat sie denn auf dem Rücken? Ist sie immer noch angekettet? Sieht natürlich ganz schön verrückt aus, diese Haare hier. Ein bisschen mit der Haarsimulation übertrieben. Oh, ich komme nicht weg. So, jetzt kann man sich ja wieder losreißen in dieser Form, Gott sei Dank. Wenn sie nicht immer abhauen würde. Okay, jetzt hat sie die Fesseln losgerissen. Das sieht nicht gut aus. Gut, dass wir so ausdauernd sind. Ah. So, mal gucken, dass ich nicht zu nah an diese Dinger komme, die uns anketten können. Ich stehe schon wieder drin, oder? Ja, war klar. Kriegt man die Teile auch irgendwie wieder weg? Ich glaube, der Sturm zieht sich auch zusammen. Oh. Das wird immer kleiner, wie es aussieht. Das Auge des Sturms. Ups, da bin ich ein bisschen zu weit gerannt. Wenn ich mich erinnere an unseren ersten Kampf, wo wir schon einiges an Schaden immer einstecken mussten und Angst haben mussten vor den Bossen, halten wir es jetzt gerade noch ganz gut aus hier. Aber das kann sich auch nochmal geben. Gut, wir haben die Blase, da kann man erstmal zuhauen. Okay, betäubt. Schnell die Hunde loshetzen. Und ein bisschen Schaden machen. Gut, dass ich mich nicht allzu weit bewegen muss, aber oh, das Teil hat mich schon wieder an der Leine. Oh, wir haben es gleich und noch nicht mal sehr viele Tränke verbraucht. Das finde ich gut. Aber ich denke, mit dem letzten wird sie dann nochmal richtig durchdrehen, dass wir einen schönen Damage bekommen. Müssen sie mal wieder mehr in die Mitte bekommen. Ey, lass mich los! Ah, dieser Sandsturm. Macht mich wahnsinnig. Hat es uns erwischt, ne? Ja. Na gut, war klar. Dass wir nicht ohne, also nicht ungeschoren davon kommen werden. War mir schon vornherein klar, dass sie jetzt mit dem letzten nochmal richtig auftritt, wahrscheinlich. So. Aber jetzt mit dem letzten Leben können wir auch nochmal richtig auftreten.
Herrin der Qual, ja, sie will uns quälen, deswegen hat sie auch so solche Ketten hier immer überall. Aber unsere Hunde helfen wirklich. Also ich finde, dass wir für den Anfangsbild Druide, Hunde gerade am Anfang richtig gut sind und jetzt im Laufe des Spiels auch immer noch geholfen haben. Das, ob das dann später beim Paragon so sein wird, das ist wieder eine andere Frage. Da gibt es bestimmt wieder andere Sachen, die ein bisschen besser sind am Ende. Oder wenn man Ausrüstung findet, die dann vielleicht besser ist in dem Sinne, dann kann sich das nochmal ändern. Aber jetzt finde ich die Hunde eigentlich richtig cool. Vielleicht finden wir ja nochmal irgendein Legendary, was die Hunde so richtig imbar werden lässt. Und wir haben sie besiegt. Yay! Und die Haare drehen wieder total durch hier. Legendary wäre schön gewesen. Ah, ich hab's gerade noch gesagt. Wo ist es denn? Mit zwei Sockeln. Nett. Da können wir zwei Sachen reinsockeln. Was haben wir? Tornado verfolgt bis zu 4 Ziele. Nur Druide. Das hilft uns nicht wirklich weiter, aber vielleicht kann ich da was anderes reinsockeln, was uns hilft. Oh, es sieht bossig aus. Und es ist eine Spinnenhöhle und ich hoffe, es ist nicht dieser Spinnenboss, der mich schon mal... Oh, ich glaube, das ist der Spinnenboss, der mich schon mal zur Verzweiflung gebracht hat. Naja, ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr Glück. Könnte auch sein, dass es ein anderer ähnlicher ist. Die Spinnen sehen sich ja alle ähnlich, ne? Ist jetzt nicht rassistisch gegenüber Spinnen, aber die sehen sich alle ähnlich. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es da feine kleine Unterschiede gibt, die ich sicherlich nicht kenne, weil ich kein Spinnexperten bin. Aber ich will es vielleicht auch gar nicht wissen. Oh. Es gab nämlich eine Spinne, die konnte immer die Bewegung von einem auch beeinflussen und blocken. Das heißt, sie hat dann also quasi immer einen so stehen lassen und Gift gemacht. Und dann stand man halt so in dem Gift drin, was immer sehr, sehr angenehm war. Vor allen Dingen, wenn man nicht vorher das gewusst hat, dass es in dieser Höhle diesen Boss gibt. Ja, Mitternachtshafen sind wir hier sozusagen gerade in der Höhle. Oder beziehungsweise ist die zweite Ebene dieser Höhle hier. Oh, es läuft gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass ich schon Befürchtungen gegenüber diesem Spinnenboss hatte. Aber es wird nur noch schlimmer, je mehr die Bosse ein Leben verlieren. Desto schlimmer wird das Ganze. Und müssen mal weg, hier explodieren gerade welche. Was sicherlich nicht unbedingt besonders gut ist. Oh, guckt euch das an. Gift, 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 bam, bam, bam. Da sind auch diese kleinen Viecher teilweise noch mit. So, sammeln wir mal schnell das Ding ein. Ah ja, doch, das ist es. Habt ihr gesehen, da oben das blaue Symbol, dass ich mich kurzzeitig nicht bewegen konnte? Das war's. Aber ich habe zum Glück so ein bisschen die Dauer von den Kontrollverlusteffekten ist sozusagen ein bisschen reduziert. Habe ich zum Glück mir irgendwo im Skilltree oder so, glaube ich, rausgesucht. Und ja, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die uns nicht wegexplodieren alle auf einmal. Weil wenn die alle auf einmal explodieren, dann kriegen wir nämlich echt ein Problem. Und da kommt der Giftschaden wieder. So, einmal rausspringen, weil ich nicht weiß, da waren welche direkt davor zu explodieren. Ich habe es genau gesehen. Einmal reinrennen, schön alle platt machen oder versuchen alle platt zu machen, soweit es geht. Da ist auch wieder einer explodiert. Das Schöne ist, wenn die explodieren, die geben auch immer ein paar Heiltränke. Also hier liegen immer mal ein paar rum. Das ist von den Mobs meistens dann. Ja, und wenn wir dann Paragon oder so erreichen, ich glaube, spätestens wenn wir dann in die nächste Schwierigkeit gehen, muss ich dann nochmal schauen, wie der Skillbaum dann am besten wirklich aussieht. Wir können das sicherlich jetzt auch schon optimieren, aber solange es wirklich gut funktioniert erstmal, sehe ich da jetzt nicht wirklich einen großen Grund dafür. Jawohl, wir haben sie. Da ist er umgefallen. Aspekt des wütenden Sturms. Hört sich auf jeden Fall gut an. Bin aber nicht deswegen rein, sondern weil ich hier eine Quest erledigen muss.
eine Quest. Ja, am Ende müsste man irgendwie die Möglichkeit haben, hier aus dem Dungeon recht schnell wieder rauszukommen. Ach so, habe ich vielleicht. Weiß gar nicht. Ich habe nicht nachgeguckt. Okay, wir sind in der Schlangenhöhle hier. Mal gucken, kommt bestimmt gleich noch was Schönes, Schlangiges auf uns zu. Und eine Spinne folgt uns auch noch. Betäubung. Wo kommt die riesige Schlange? Na gut, das ist was Ähnliches wie eine Schlange. Hat bestimmt auch wieder was mit Gift zu tun. Ja, mehrere Schlange. Wow. Okay, sie spuckt und macht irgendwelche Giftkreise und da sind Eier. Ah, Eier, aus denen irgendwie die Schlangen dann schlüpfen wahrscheinlich. Die Frage ist natürlich, kann ich verhindern, dass die Schlangen schlüpfen oder schlüpfen sie einfach? Oh. Diese Augen sind immer gefährlich, die betäuben uns nämlich. Oh, jetzt muss ich mich echt losreißen hier. Jetzt nicht lange gedauert, dann wäre es um mich geschehen. Okay, hier sind noch ein paar Heiltränke. Ja, wir haben schon ganz gut den Boss runtergekriegt vom Leben. Und er ist natürlich komplett durchgedreht. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Ja, komm, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Nur noch ein paar Attacken. Oh, da kommt einer von hinten. Uff, noch gerade so ausgewichen. Und wieder raus aus dem Zeug. Die Viecher sind ja echt fies. Na, lieber noch ein bisschen auf den Boss konzentrieren, der ist ja gleich down. Nicht, dass ich mich hier auf die anderen konzentriere und dann bin ich gleich vergiftet. Oh, sieht nicht gut aus. Ja, jetzt. Puh. Gerade so. Oh, mein Nase juckt. Oh, ein Seil. Nett. Kommen wir gleich am Eingang wieder raus. Sehr schön.